Hallo, zurück zu einem neuen Vlog und zwar zum zweiten Part unserer Mallorca Workation. Falls ihr Part 1 nicht gesehen habt, ich verlinke ihn euch gerne nochmal da oben. Wir sind nämlich schon eine Weile hier. Tatsächlich haben wir jetzt auch nur noch eine Woche hier. Also ich habe jetzt eine Woche wieder nicht gebloggt und jetzt schnappe ich mir wieder die Kamera jetzt so in den letzten Tagen, wo wir noch hier sind. Letzte Woche habt ihr aber auch nicht wirklich was verpasst. Also wir sind am Montag hier in die zweite Unterkunft umgezogen. Da mache ich euch gleich auch eine kleine Tour. Und ja, dann sind so ein paar private Sachen dazu gekommen. Es stand viel Arbeit an und wir waren eigentlich so 5 Tage nicht mehr wirklich unterwegs und haben irgendwas unternommen oder erkundet. Und jetzt erst zum Wochenende hin waren wir auch mal wieder am Strand und gestern haben wir uns mit Freunden getroffen und das war auf jeden Fall auch sehr schön. Und jetzt versuchen wir noch das Beste aus der letzten Woche zu machen. Ich kann gar nicht glauben, wie schnell hier die Zeit vergangen ist. Also das ist wirklich krass. Ich zeige euch jetzt mal einen Einblick in unsere zweite Unterkunft. Ich habe gerade noch überlegt, ob ich noch schnell ein bisschen aufräumen soll, aber es ist auch zu viel. Deswegen seht ihr es jetzt im chaotischen Zustand. So, das ist unsere Küche. Ich filme jetzt hier mal so von Weitem. Das ist der eigentliche Raum. Also das ist alles jetzt nur ein Raum. Wir haben hier das Wohnzimmer und dann ist da nochmal so eine Schlafcouch. Da liegt mein Koffer drauf und da ist das Bett. Also alles so in einem Raum. Und hier haben wir dann das Bad. Schön ist vor allem draußen. Also wir sind diesmal in so einer kleinen Finca, die wirklich so im Nirgendwo steht und man ist so richtig für sich. Und so sieht es hier aus. Also wir haben hier so eine Terrasse, da essen wir immer und arbeiten. Ich finde es auch richtig schön hier mit den Blumen. So sieht es hier von der anderen Seite aus. Dann haben wir hier so eine kleine Grillstelle. Wir haben den Grill aber auch noch gar nicht benutzt. Wir wollten eigentlich unbedingt hier noch einmal grillen. Hier ist so eine ganz große Fläche. Und dort hinten haben wir einen Pool. Das ist aber ehrlich gesagt so ein bisschen unnötig. Also Tommy war gestern einmal drin. Für mich ist es aber einfach noch zu kalt, um ins Wasser zu gehen. Also wir haben hier eigentlich nie mehr so als 25 Grad und oft halt bewölkt und das Wasser ist halt noch nicht so richtig aufgewärmt zu dieser Jahreszeit und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe es eigentlich, wenn das Wasser so ein bisschen angenehmer ist, aber ist auch nicht so schlimm. Wir sind übrigens bei Salinas und diese Gegend finden wir generell, glaube ich, auch so ein bisschen besser, wenn wir jetzt in der Zukunft vielleicht nochmal so eine Workation machen sollten, weil man hat halt hier direkt in der Nähe die ganzen Strände, man muss halt nicht immer so weit fahren und vorher, also als wir am Port von Valdemossa waren, war das schon so, dass man, wenn man halt irgendwo hin wollte, schon ein Stück fahren musste und das hat es halt so ein bisschen schwierig gemacht, das immer so in diesen Alltag mit zu integrieren. Also man konnte halt jetzt nicht mal sagen, okay, wir arbeiten jetzt, sage ich mal, bis 17 Uhr und dann fährt man nochmal irgendwo hin. Also klar, man konnte schon, aber man ist halt teilweise schon eine Stunde irgendwo zu irgendwelchen Stränden oder so gefahren und dadurch war das halt nicht ganz so spontan. Und ich glaube, das nächste Mal würden wir dann eher hier sein, weil man hier halt schneller an verschiedene Strände auch kommt. Und was wir das nächste Mal auch anders machen würden, wäre nicht 2 Unterkünfte zu buchen, sondern zu versuchen, nur eine Unterkunft für die ganze Zeit zu finden. Weil es war jetzt halt schon so, dass man nicht so richtig irgendwie in der Unterkunft ankommt. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch nicht meine Koffer ausgeräumt, weil irgendwie ist die Zeit halt so schnell vergangen. Ich bin gar nicht so richtig dazu gekommen und wenn man halt irgendwie nur so aus dem Koffer lebt, dann ist es halt auch irgendwie so chaotisch und ich glaube, das nächste Mal werden wir dann versuchen, eine Unterkunft für die ganze Zeit zu finden, dass sich das halt wirklich so anfühlt wie so ein Kurzzeit zu Hause, was man dann in der Zeit hat. Tommy ist jetzt gerade übrigens einkaufen und dann kommt er gleich zurück und wir machen unser Sunday Brunch. Ja. Sunday Brunch. Aus irgendeinem Grund haben die hier nie in den Unterkünften Untersätze. Also zumindest jetzt in beiden, wo wir waren, hatten die einfach keine. Deswegen sieht es jetzt so aus. Auch gut. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Auf dem Weg zu
zum Strand. Wir haben jetzt bis Nachmittag in unserer Unterkunft ein bisschen gechillt. Und jetzt fahren wir zu Estreng. Das ist so der Strand, der bei uns in der Nähe ist. Ich bin mal gespannt, wie voll es da jetzt sein wird, weil es ist sonnig und Sonntag. Demnach hoffe ich, dass wir da noch einen Platz bekommen. Also das ist hier auf jeden Fall eine enge Angelegenheit. Thomas the Explorer auf dem Weg zum Strand mit seiner richtigen Thomas-Ausrüstung. Das ist meine Allmann-Tasche, ja. Mit Food, meine Freunde. Ich bin nämlich ein vorbereiteter Allmann. Ja. Let's go. Mein derzeitiges Buch ist das hier, 7 Days in June. Ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte und bisher gefällt es mir ganz gut. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es noch weitergeht. Tommy schaut einfach Tennis. Ist es spannend? Ja, es ist spannend. Das ist das French Open Finale. Okay, man erkennt glaube ich nichts. Wir haben hier unsere Picknicktasche. Wir machen jetzt ein kleines What's in my food bag. Let's see. Wir haben hier einmal Obst, also Trauben und so Pflaumen. Mhm. Sind das Pflaumen? Ja. Sind Pflaumen nicht kleiner? Wir machen da immer so Kühlpacks rein, damit das lange kalt bleibt im Getränk. Wir haben noch so einen Aufstrich, Hummus. Hummus. Eine Mello, gleich als Nachtisch. Manu, uns fehlen die Oliven. Und ein Baguette. Diese Chips haben wir hier für uns entdeckt. Die sind richtig nice. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Ich wollte es euch hier nochmal ein bisschen genauer zeigen. So, das Wasser ist richtig schön, aber wie ihr sehen könnt, das ganze Ufer ist einfach voll mit Algen. Also so richtig fette Schichten. Auch wenn man ins Wasser reinläuft, noch einige Meter. Aber sonst echt richtig schön hier. Da hinten liegt Thomas. Sieht richtig zerpfuschelt aus. Wir haben jetzt knapp 8 Uhr. Um 9 Uhr macht hier das... Wie heißt das? Der Parkplatz zu. Was echt schade ist, wenn man dadurch den Sonnenuntergang nicht hier vor dem Strand sehen kann. Aber wir fahren jetzt nochmal so rum zu einer anderen Stelle. Ich weiß nicht, ob das dann noch zu Estreng gehört. Hier vorne, wir waren jetzt hier. Ja. Sieht man das? Muss näher ranhalten, glaube ich. Hier vorne waren wir jetzt bei Estreng. Wir waren jetzt hier bei Estreng, fahren jetzt hier runter zu Colonia de San Jordi. Aha. Und da parken wir jetzt und gehen dann hier unten an den Strand. Okay. Kucheneis. Also es ist kein Kuchen, aber man schwadet das wie so ein Kuchen auf. Und Tommy hatte das beim Einkaufen gesehen. Ich habe gesagt, hol das, weil es hat mich irgendwie richtig an meine Kindheit erinnert. Ich weiß noch, wie wir das damals immer hatten, weil ich es richtig cool fand, das so aufzuschneiden. Danke, Ishtar. Bitte, Thomas. Wir sitzen eigentlich den ganzen Tag nur vom Laptop und arbeiten ein paar Sachen ab. Ich muss sagen, ich hatte, glaube ich, zuletzt vor YouTube so einen richtigen Urlaub, also wo ich wirklich nur Urlaub gemacht habe, weil so ein bisschen arbeiten mache ich halt immer im Urlaub oder wenn wir halt auf Reisen sind. Aber gerade jetzt in dieser Workation musste ich mich schon manchmal noch mehr dazu motivieren, so richtig normal noch weiterzuarbeiten, weil man ist hier in so einem schönen Urlaubsort und dann ist das Wetter auch noch gut und denkt man sich so, jetzt muss ich den ganzen Tag am Laptop sitzen und kann ich einfach chillen und mein Buch lesen und so ein bisschen muss da der Kopf noch umschalten, dass man halt nicht für einen Urlaub hier ist, sondern wirklich halt für eine Workation. Gerade jetzt mit Fiala sind halt auch einige Aufgaben dazugekommen, dass ich halt nicht so flexibel bin, sondern schon einige Tage in der Woche auch an einem Laptop sitzen muss und einiges abarbeiten muss und da muss ich jetzt halt auch in die Zukunft dann schauen, wie ich das dann mache, wenn ich halt wirklich Urlaub nehmen möchte, weil es gibt halt so bestimmte Aufgaben, die kann ich derzeit noch nicht abgeben und ja. Haben wir uns jetzt noch ein bisschen Honigmelone geschnitten. Ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall eher der Wassermelonen-Fan, aber wenn Honigmelone so richtig süß ist, dann ist sie schon echt nice. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Wir gehen jetzt nämlich gleich. Also kann ich euch meinen Look nicht zeigen. Das ist
Gegenlicht. Ich habe mich jetzt in diesen Look umgezogen. Wir treffen uns jetzt nämlich gleich mit Anna und Ricardo und wollten zusammen was essen gehen. Die sind nämlich auch gerade auf Mallorca, vor allem weil sie auch hier so einige Hochzeiten fotografieren. Und da dachten wir uns, treffen wir uns gleich mal. Falls ihr es nicht wisst, Creative Wedding hatte nämlich damals auch unsere Hochzeit fotografiert und dadurch kennen wir uns auch. Und ja, wir verstehen uns richtig gut mit den beiden. Deswegen richtig schön, dass wir uns jetzt hier auch nochmal treffen können. Guten Morgen. Guten Morgen, meine Freunde. Auf geht's. Wir haben uns heute spontan dazu entschieden, vielleicht morgens einfach mal zu einem Strand zu fahren. Dann ist es auch noch nicht so krass überfüllt. Und dann fangen wir sozusagen am Nachmittag an zu arbeiten. Gestern Abend, als wir nach dem Essen zurückgefahren sind, für einen Moment dachten wir einfach, es ist vorbei. Uns ist so ein Autofahrer entgegengekommen. Und es war nicht mal eine krasse Kurve oder so, dass man jetzt sagen könnte, der ist irgendwie so krass in diese Kurve. Bei den Serpentinen ist es ja manchmal schon gefährlich, wenn man da zu sehr in die Kurven reinkommt. Aber der war einfach komplett auf unserer Spur. Also der ist so richtig auf uns zugefahren schon fast. Und es war wirklich so knapp. Also wir sind so knapp dran vorbei. Und es war, ich habe mein Leben wirklich kurz so an mir vorbeilaufen sehen. Ja, das war wirklich krass. Also das war eng. Man konnte halt auch noch, also ich hätte noch nicht mal die Möglichkeit gehabt auszuweichen. Ja. Wir sind jetzt bei Cala Lombards angekommen. Ist auch noch nicht so krass voll hier, dadurch, dass wir schon morgens hingefahren sind. Und das ist richtig, richtig schön für mich. Sandstrand und da liegt Thomas. Direkt Platz in der Front Row. Wow, für wann ist das? Bei mir war gerade noch kurz in der Bäckerei und hat uns was mitgebracht. Boah! Das ist Schokocroissant. Die rasten hier richtig. Normales Schokocroissant. Die rasten richtig aus in Spanien. Bin ich zu sehen? Die rasten richtig aus in Spanien, wenn es um Schokocroissants geht. Die sind immer so Dinger. Innen sind die richtig krass mit Schokolade gefüllt. Oh, ich mag das mit dieser oberen Schicht. Ich finde die obere Schicht meistens leckerer als die innere. Mein Buch, was ich jetzt neu anfange, Part of Your World. Ich glaube, das ist einfach so eine Rom-Com. Ist das spicy? Vielleicht. Du siehst süß aus. Wir waren jetzt hier für ein paar Stunden und fahren jetzt wieder zurück. So jetzt zur Mittagszeit, also so um 12 Uhr wurde es dann auch wirklich sehr voll. Ich kann euch das mal so zeigen. Es ist ein recht kleiner Strandabschnitt und deswegen ja, wird es sehr schnell voll. Aber schaut mal einfach, wie schön es hier ist. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, direkt morgens hierher zu kommen. Wir wissen nicht, wie es hier spät Nachmittag ist. Sonst sind wir immer spät Nachmittag zu Stränden gefahren. Dann ist es auch immer recht leer. Aber hier morgens war es auch richtig schön, weil dann die Sonne auch so schön hier reinscheint. Die Kasse abschlürfen. So, ich habe jetzt die letzten Stunden nur gearbeitet und jetzt mache ich mich für den Abend fertig. Wir treffen uns heute nochmal mit Freunden, also Freunde von Tommy, die ich jetzt noch nicht kenne. Ich muss sagen, ich bin immer noch so ein bisschen nervös manchmal, wenn ich so neue Leute kennenlerne oder wenn wir uns halt mit Leuten verabreden, die ich halt noch nicht so gut kenne, weil ich bin ja eher introvertiert und ich muss dann schon so richtig mit Leuten viben und es muss einfach so Klick machen, damit ich auch so richtig aus mir rauskomme und ja, also ich bin jetzt nicht krass schüchtern, aber ich bin dann halt nicht so die Person, die dann so mega viel von sich aus erzählt, außer die andere Person ist auch eher extrovertiert und holt mich so ein bisschen ab und führt so ein bisschen das Gespräch an, dann komme ich auch so ein bisschen mehr aus mir raus. Manchmal ist es ja zum Beispiel auch so, wenn sich zum Beispiel alle in der Gruppe kennen und man selbst so ein bisschen neu dazukommt, dass die anderen dann vielleicht irgendwie so Gesprächsthemen haben, mit denen man selber nichts zu tun hat. Zum Beispiel irgendwie so Erlebnisse, die man gemeinsam gemacht hat oder so. Und
dann bin ich auch immer so ein bisschen überfordert, weil ich dann auch nicht so richtig weiß, wie ich mich dann so einklinken soll. Aber ich freue mich dennoch auf den Abend. Also wir fahren, glaube ich, zu ihnen nach Hause. Also beziehungsweise die haben hier eine Unterkunft auf Mallorca und kochen da zusammen und haben einen ganz entspannten Abend. Ich glaube, es soll auch Pasta geben. Da freue ich mich schon besonders drauf. Und ich glaube, beide sind auch Veggie oder vegan. Und ich muss sagen, ich fühle mich dann immer in solchen Gruppen sehr wohl, weil ich dann halt weiß, okay, es wird halt was Vegetarisches geben. Weil teilweise ist es wirklich manchmal noch schwer. Oder wenn man sich halt mit Freunden trifft, die halt Fleisch essen und man sucht irgendwie Restaurants raus oder die suchen Restaurants raus und dann werden einem irgendwie so ganz oft noch so Restaurants geschickt, wo die halt nicht unbedingt jetzt vielleicht darauf achten, ob man jetzt genug vegetarische oder vegane Optionen hat. Ich hasse es dann irgendwie auch, irgendwie eine Extrawurst zu verlangen oder eine vegetarische Extrawurst. Das war zum Beispiel an meinem Junggesellenabschied so schön, da sind wir ja nach Ibiza geflogen und wir waren einfach alle vegetarisch oder vegan und ich weiß nicht, das ist einfach immer so ein bisschen einfacher dann, wenn alle halt bewusst nach solchen Optionen auch suchen. So, wir sind ready to go. Das sind unsere Looks. Zeig deinen Look. Soll ich anfangen? Ja. Ich habe immer den gleichen Look. Ich habe eine Leinenhose zusammen mit meinen schwarzen Birkis. Ich habe übrigens noch beige und weiße, just in case. Für den Fall der Fälle. Und ein schönes lockeres Hemd und eine Sonnenbrille und mein Ehering. Und das ist mein Look. Ich habe auch eine weiße Hose, dann so eine dunkelblaue, das ist so, sieht gerade sehr dunkel aus, aber das ist so eine dunkelblaue Weste. Und so machen wir uns jetzt auf den Weg. Das ist Tommys Handtasche. Ja. Wir bringen nämlich noch Wassermelone und Wein mit. Vino, Honigmelone und Wassermelone. Yes. Guten Morgen. Bonjour. Wir machen jetzt heute nochmal einen Ausflug morgens, weil wir wollten jetzt einmal eine Bucht uns anschauen. Ist das überhaupt eine Bucht? So eine, nee, das mit ist ein Fischerdörfchen. Fischerdörfchen, genau. Und danach wollten wir nach Santani. Das ist nämlich, ist das jeden Mittwoch? Jeden Mittwoch und jeden Samstag oder Sonntag. Okay, da ist auf jeden Fall immer dieser Markt und der ist nur bis mittags da. Deswegen dachten wir uns, schauen wir uns den heute nochmal an. Schatz, wo hast du deinen Fischkutter geparkt? Hier? Poseidon. Poseidon? Der ist so kultiviert, sie muss immer alle Schilder lesen. Was? Ich fühle mich so, als sollten wir nicht hier sein. Ja, wir sind die einzigen Touris. Der Fischer hat uns gesagt, very nice view. Ja. Besuch. Schatz! Wow, du hast es geschafft. Wow. Schatz, vor welchem Problem stehen wir jetzt? Wenn ich jetzt hier reinstelle, ist das so funny. Wow. Schatz, du bist einfach so athletisch. Soll ich hier noch überspringen? Ja. Los. Was? Plötzlich Brüste festhalten. Wie sah es auf dem Foto? Aha. Das ist schön. Wunderschön. Atemberaubend. Magnifique. Wir sind jetzt in Santani angekommen, auf dem Markt. Schon so ein bisschen was los. Jetzt schlendern wir mal und schauen, ob wir auch irgendwelche Leckereien finden. Ich habe nämlich schon Hunger. Wir haben uns jetzt hier in ein Café gesetzt, das hier direkt in der Nähe war. Sieht auf jeden Fall sehr süß aus hier. Und jetzt gleich. Great. Thank you. Und jetzt warten wir auf unser Essen. Ich kann jetzt hier die Leute nicht zeigen, aber es sieht sehr süß aus hier von der Atmosphäre. Okay, unser Essen ist da. Sieht sehr gut aus. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Leute, es war richtig cool auf dem Markt, also auf jeden Fall empfehlenswert, aber es war so krass voll. Ich würde auf jeden Fall empfehlen,
direkt morgens hinzugehen, sobald der aufmacht. Wir waren ja eigentlich schon relativ früh da, aber dann waren wir ja erstmal dann noch essen und eigentlich hätten wir erstmal durch den Markt schlendern sollen, bevor es dann zur Mittagszeit so richtig voll wird. Und heute ist es auch richtig heiß. Wir haben auch eine kleine Ausbeute. Ist wirklich klein. Meine kleine Ausbeute ist hier drin. Vielleicht erinnert sich jemand an den letzten Vlog, da als wir Postkarten gekauft haben. Da war unter anderem dieses Motiv dabei. Als ich dann die Tage angefangen habe, meine Postkarten zu schreiben, habe ich die dann irgendwann umgedreht und war komplett verwirrt. Nee, dir ist ja nicht mal aufgefallen. Die lag da einfach so offen. Guckt, was er in der einen schreibt und dann wollte ich so gucken, was er auf die andere geschrieben hat. Und plötzlich lese ich so, warum schreibt er da auf Englisch? Und dann lese ich auch so die Namen an, die das geht. Da dachte ich mir so, ich kenne die gar nicht. Und dann sehe ich plötzlich, das war einfach von irgendwem anderes eine Postkarte, die da anscheinend in einem Shop irgendwie liegen gelassen wurde und einfach so zurückgelegt wurde. Ja, und jetzt habe ich so eine Postkarte für irgendwelche Leute in Großbritannien und deswegen habe ich mir jetzt eine neue gekauft. Ja. Auch wieder für 4 € eine Postkarte. Das war ein richtiger Schnapper mal wieder. Achso, ich habe ja noch ein Armband gekauft. Was mich dazu geritten hat, ich weiß es nicht, aber es ist geschehen. Jetzt habe ich so ein Armband. Das war so random irgendwie. Du warst an dem Stand und hast so gefragt, ob ich ein Armband hier möchte. Da war ich so, ist nicht so mein Stil. Mhm. Und dann hast du so da weitergeguckt und dachte ich erst so, vielleicht kauft er das für seine Mama. Und plötzlich. Ja, und dann habe ich mir das gekauft. Das war so, man geht so, man denkt sich so, boah, wir gehen jetzt auf den Markt. Und dann ist so der Vibe da und Marktatmosphäre und so weiter. Und dann dachte ich mir, jetzt ein Armband. Ich bin doch so ein krasser Beachboy, Alter. Ja. Ich habe diesen Ring hier gekauft, den habe ich jetzt noch so beim letzten Stand gefunden. Ich fand, der war sehr besonders, weil oft sind da eigentlich so die gleichen Art von Ringen und der ist so sehr, sowas habe ich bisher noch nicht gesehen. So, also Tommy hat mir den gekauft. Ich wollte nämlich unbedingt so einen Ring so als Andenken haben. Und jetzt fahren wir mal. Boah, es ist gerade so warm hier im Auto. Wir sind 840 Grad drin. So, wieder zurück in der Unterkunft. Tommy ist vorhin nach Palma gefahren. Der muss dann nämlich ein paar Sachen noch erledigen und trifft sich dann auch mit seiner Mama. Ich bin jetzt hier geblieben, weil ich noch einiges hier abarbeiten muss. Dadurch, dass wir ja heute Morgen unterwegs waren. Es ist jetzt einfach noch so schönes Wetter. Also jetzt die letzten Tage, die letzten 3 Tage, wo wir jetzt noch hier sind, ist auf jeden Fall komplett Sonne angesagt und ich glaube, das wären jetzt die besten Tage vom Wetter, die wir jetzt den ganzen Monat hatten. Aber wir sind froh, dass wir das Ganze dann noch so richtig sonnig beenden können. Und immerhin erwartet uns in Düsseldorf dann auch gutes Wetter. Deswegen, ich liebe einfach den Sommer. So, ich bin einfach so ein krasser Sommermensch. Fühle mich dann besser, ich fühle mich dann schöner. So, ich finde, ich strahle dann einfach irgendwie noch mehr und ich liebe Sommermode und Sommeraktivitäten und ja, ich bin einfach durch und durch ein Sommermensch. Und ich wünschte einfach, ich würde an so einem Ort leben, wo halt immer schönes Wetter ist. Ich mache jetzt hier mal so ein bisschen weiter und dann koche ich uns später was Schönes, wenn Tommy wieder da ist. Das Abendessen ist serviert. Es gibt Pasta. Tommy ist auch wieder zurück und das lassen wir uns jetzt schmecken. Abgearbeitet und jetzt mache ich mich für den Abend ready. Wir haben heute nämlich ein schönes Date. Tommy hat irgendwo in einem Hotel ein Restaurant für uns reserviert und ich weiß noch nicht genau, wo das ist und wie das da aussieht, aber ich glaube, das wird so ein bisschen schicker sein und deswegen freue ich mich. Ich liebe es immer so, wenn man irgendwo, also wenn man generell im Urlaub ist, wenn man so den ganzen Tag erstmal nur ungeschminkt war und einfach so die Sonne und so genießt und dann am Abend so duscht und sich fresh macht und so richtig schick für den Abend. Ich
genieße das richtig. Und ich freue mich schon aufs Essen heute Abend. Ich weiß nicht warum, aber ich bin hier irgendwie dauerhungrig. Die ganze Zeit auch Lust, irgendwas zu essen. Habe mir eben Tomatensalat gemacht, danach habe ich noch ein Eis, dann habe ich noch so ein bisschen Chips gesnackt. Und nein, ich bin nicht schwanger, bevor jetzt wieder Fragen kommen. Ich verstehe nicht, warum bei manchen Sachen immer sofort daran gedacht wird, so als könnte man nicht auch als nicht schwangere Frau einfach Gelüste oder Appetit auf irgendwas haben oder auch bei einem nicht ganz so flachen Bauch, dass dann auch immer davon ausgegangen wird, dass das sich um einen Babybauch handelt. Also, ja, mal abgesehen davon, dass das sowieso ein sehr sensibles Thema ist und man diese Frage einfach ja vermeiden sollte, kann ich es auch einfach nicht nachvollziehen, warum man das überhaupt fragt oder warum das immer so der erste Gedanke ist. So sehen übrigens meine Haare aus, wenn ich sie einfach nur Luft trocknen lasse. Ich werde sie jetzt aber gleich nochmal über die Rundbürste föhnen. Nein! Ich wusste, dass Tommy jetzt rumschreien wird. Liebt meine Naturlocken. Guck mal, wie schön das aussieht. Das Ding ist, ich finde das ja auch schön und ich mag auch generell lockige Haare, aber also jetzt erstens habe ich sie jetzt auch nicht anständig gestylt, die sind schon sehr undefiniert und zweitens sind Locken einfach mehr Arbeit. Also heute kann ich sie ja noch so tragen, morgen müsste ich sie schon wieder auffrischen und die sind einfach nicht so lange erhalten, meine Haare, wie wenn ich sie einfach einmal über die Rundbürste föhne. Dann kann ich halt länger damit auskommen, ohne die halt nochmal zu waschen und es ist einfach praktischer. Generell finde ich eigentlich auch lockige Haare sehr schön. Ya tú sabes que estamos toditos en las mismas, buscándonos el pan. Sube. Okay, Leute, mein Kleid für heute Abend ist sehr hot, wie ich finde. Das ist von Meshki und ich finde das richtig süß mit diesen Blumendetails und ich mag auch die Farbe richtig gerne und den ganzen Schnitt. Und wir sind ready to go! Gestern einen schönen Abend. Es war echt eine richtig schöne Dinner-Location, die Tommy da rausgesucht hatte. Und jetzt machen wir uns wieder auf den Weg zu einem Strand. Wir haben heute den vorletzten richtigen Tag hier auf der Insel. Das ist echt so krass, wie schnell die Zeit vergangen ist. Auf jeden Fall wollen wir jetzt die letzten zwei Tage nochmal so ein bisschen mehr hier vor Ort nutzen. Also heute werden wir, glaube ich, nicht den ganzen Tag am Strand sein, aber morgen wollen wir einfach den ganzen Tag auf jeden Fall chillen. Und jetzt schauen wir gerade, wir hatten erst überlegt zu Carlos des... Carlo des Muro. Ja, aber Tommy meint wohl, es ist ein bisschen komplizierter, da hinzukommen. Und dann ist der Strand halt auch so klein, dass man nicht unbedingt einen Platz bekommt. Naja, ich bin gespannt, wo wir gleich landen werden. Hola, can we have two of those chocolate croissants? Gracias. So, wir laufen jetzt gerade zum Strand. Richtig fell. Wir hatten einfach so eine richtig krasse Obsttasche gepackt. Richtig viel Obst. Wir haben jetzt gerade, als wir angekommen sind, gemerkt, dass wir sie nicht mitgenommen haben. Yes! Aber wir haben gerade noch Schoko-Croissants gekauft, dann ist das jetzt unser Frühstück. So, wir sind jetzt hier angekommen. Hier sind so ganz viele Liegen. Ihr seht, es ist ja auch noch alles frei. Die sind jetzt gerade noch angekettet. Ich denke, wir werden uns heute mal so Liegen buchen. Aber ansonsten ist hier auch der Strand, wo man sich auch einfach hinlegen kann. Der ist auch recht groß, der Strandabschnitt. Ich zeige euch das mal so, damit ich keine Menschen filmen muss. Die Liegen sind zwar noch angekettet, aber was wäre ich für ein Thomas, wenn ich die Liegen nicht schon mal mit meinem Handtuch reservieren würde? Schaut euch das einfach mal an. Das ist wirklich so schön. An manchen Stränden gibt es übrigens hier diese Safes an den Schirmen,
was ich richtig praktisch finde, weil so kann man halt seine Wertgegenstände wegsperren. Dann können wir auch zu zweit einfach ins Wasser gehen, theoretisch. Und man macht sich halt nicht die ganze Zeit Sorgen, dass irgendwas wegkommen könnte. Leute, wir sind jetzt gerade noch einkaufen für heute Abend. Ich weiß noch nicht, was wir machen sollen. Wir haben noch einige Reste, die weggemacht werden müssen. Jetzt müssen wir gucken, was wir kombinieren. Das war richtig schön heute. Es war jetzt der einzige Tag in dieser ganzen Zeit, wo wir einfach mal den ganzen Tag nur am Strand gechillt haben. Und das hat richtig gut. Einfach Sonne tanken. Ich habe übrigens auch in dieser Zeit ein bisschen Farbe abbekommen. Also in der Kamera sieht man es jetzt nicht so krass, weil die Kamera einen immer irgendwie blasser macht. Aber mein Körper ist richtig braun. Mein Gesicht ist ein bisschen blasser, weil ich mein Gesicht eigentlich immer im Schatten halte, so gut es geht. Aber ein bisschen tan. Ich freue mich voll. Und ich war gerade duschen. Das hat richtig gut, weil ich war heute auch das erste Mal im Meer. Heute war es nämlich richtig warm und dann bin ich auch ins Wasser. Es war zwar immer noch sehr kalt, also das Wasser, aber man hat sich halt eben schnell aufgewärmt. Dann war ich jetzt gerade duschen, habe mich richtig fresh gefühlt und dann habe ich meinen ganzen Körper immer fett eingecremt. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den letzten Vlog erinnert, wo ich da erzählt habe, dass ich mir hier vornehme, jeden Tag immer meinen Körper einzucremen, und ich habe das richtig gut durchgezogen und ich muss sagen, mittlerweile genieße ich das richtig. Das ist so eine richtige Routine, wo ich jetzt so merke, ich mache jetzt was für mich selbst, und früher war ich irgendwie immer so zu faul, das so regelmäßig zu machen, und jetzt, ja, bin ich ein Glazed Donut. Übrigens, das Buch habe ich jetzt auch beendet und damit habe ich jetzt diese ganzen Bücher in dieser Zeit bisher gelesen. Wenn ich jetzt morgen noch eins schaffen sollte, dann habe ich tatsächlich immer zwei pro Woche geschafft, was finde ich echt ein guter Durchschnitt ist dafür, dass ich jetzt eben nicht nur hier Urlaub gemacht habe. Neben der Arbeit und den Ausflügen bin ich richtig stolz, dass ich immer zwischendurch ja so das Lesen wieder aufgegriffen habe, weil das einfach die letzten Monate im Jahr wirklich sehr untergegangen ist. Unter diesen Büchern gab es jetzt auch keins, was mir so gar nicht gefallen hat. Also manche haben mir besser gefallen als andere, aber alle meine Feedbacks dazu findet ihr wie immer in meinem Book Highlight auf Instagram. Ich muss sagen, diese Zeit hier hat einfach wirklich so gut getan, und jetzt nicht nur wegen Mallorca an sich und wegen Strand und schönen Orten, sondern einfach, weil generell die Work-Life-Balance hier einfach automatisch eine ganz andere war, weil man eben dadurch, dass man an so einem Ort ist, automatisch sich eben irgendwie die Zeit freigeräumt hat, um schöne Dinge auch zu unternehmen. Und ich habe einfach gemerkt, dass so die letzten Jahre ging es eben bei mir schon sehr viel um die Arbeit, und dann war ich halt oft auch einfach zu faul, noch irgendwelche Sachen zu unternehmen, oder war einfach zu kaputt. Und ich habe mir jetzt durch diese Zeit hier einfach vorgenommen, zu versuchen, zu Hause diese Work-Life-Balance noch weiter aufrecht zu erhalten und einfach auch im Alltag schöne Dinge zu unternehmen, weil man muss nicht immer auch an so einem schönen Urlaubsort sein, um sich das halt schön zu machen, so, man kann ja auch schöne Parks raussuchen und einfach da öfter hingehen oder mal nach einem See schauen in der Nähe und sich da eben die Zeit für nehmen. Und gerade jetzt im Sommer gibt es einfach so viele Möglichkeiten, schöne Dinge zu unternehmen, und ich habe mir das jetzt auf jeden Fall vorgenommen, das zu Hause weiterzuführen und einfach eben auch Dinge zu machen, die einfach meiner Seele gut tun, und ja, das auch ein wenig zu priorisieren. Das hatte ich ja auch schon so ein bisschen in meinem einen Mental Health Blog angesprochen, den kann ich euch hier auch gerne nochmal verlinken, und da sind einfach so einige Dinge, die ich jetzt so langsam ja ändern möchte, mehr in meine Routine einbringen möchte, und ich merke einfach, wie gut mir das tut. Während ich eben geduscht habe, hat Tommy schon so ein bisschen was geschnibbelt, und ich mache jetzt mal den Rest. So, unser Dinner ist serviert. Wir hatten uns einmal so Tortellini geholt, die habe ich jetzt in so einer Tomatensauce gemacht. Dann haben wir Oliven, ein Hummus-Dip, noch ein Salat, und Focaccia haben wir noch gerade im Ofen aufgewärmt. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Okay, Leute, ich werde mich jetzt diesem Chaos widmen und anfangen, den Koffer schon mal zu packen. Dann habe ich das
morgen schon mal weg und kann nur noch den letzten Tag genießen. Ich habe echt keine Lust. Oh Mann, ey. So Leute, wir haben jetzt den Abend über grob alles eingepackt. Das heißt, morgen werden wir unseren letzten Tag nochmal richtig hier genießen. Und deswegen werde ich den Vlog jetzt auch beenden, damit wir einfach den Tag morgen noch für uns haben. Ich liege hier gerade noch und habe nochmal ein Buch angefangen. Mal schauen, wie weit ich morgen noch damit komme. Das ist dieses hier. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part 2 unserer Mallorca-Vacation hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ihr habt vielleicht ein bisschen Inspiration bekommen, falls ihr auch bald nach Mallorca kommt. Und dann würde ich sagen, ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Vlog wieder. Bye!